Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 22. Oktober. Mein Name ist Carlos Martins, 8:50 Uhr. Und wir bereiten uns aktuell auf unseren Trade vor. Wir haben aktuell eine Trading Range von, wir sehen es hier, vom Tief bis nach oben, 58 Punkte. Wir haben das Hoch bei 11.661. Wir holen die Linien aus dem der Garage und ich platziere die Linie oben auf das Hoch. Das ist dann bei 11.661 und dementsprechend dann bei 46 die Short Order. Wir haben noch 2 Minuten 41. Falls der Markt neue Tiefs macht, nehmen wir die Order natürlich wieder raus. Entweder hier oben oder hier unten das Level. In der Mitte platziere ich die Order nicht. Wir haben ein Gap. Eine Kurslücke von Montag, vom Freitag, Entschuldigung, vom Freitag. Wir haben uns wieder von den 11.600 Punktezähler entfernt. Jetzt schauen wir mal, wie die Kasse um 9 Uhr dann direkt aufmacht. So, wir haben die Order nach oben geschoben. Jetzt gehen wir in den Markt rein. Wie immer, 8:54 Uhr. 11.668 gehen wir long. Und bei 11.653 würden wir short gehen. Das sind die beiden Pending Orders, also eine Buy Stop Order bei 11.668 und eine Short Order bei 11.653. Und fürs Protokoll, wir sind long. Wir sind long. Es ist 8:54 Uhr und 16 Sekunden. Unser Take Profit liegt bei 76. Das heißt, wir sind jetzt vor 9 Uhr schon im Markt und zwar long. So, es ist 8:58 Uhr und wir sehen, die schwarze Kerze ist jetzt zurück. Das heißt, wir sind jetzt schon im zweiten Trade am Montag, den 22. Oktober. Unser Take Profit ist jetzt bei der blauen Linie und noch 1 Minute und 8 bis zu dem Start in Frankfurt. So, 8 Sekunden noch bis zum Start. 5 Sekunden und los geht es. Mit der Glocke wieder. Wir sind im zweiten Trade. Die erste Minute gleich rum. Wir sind im zweiten Trade short. Unser Gewinnziel liegt jetzt ein bisschen weiter bei 42. Dafür gehen wir auch ein geringeres Risiko ein. Das sind die Einstellungen. Wie gesagt, seit dem 1. August, seit der ESMA-Regelung, haben wir die Multiplikate für die zweite Order bei 3. Das heißt, wir sind long und short jetzt gleichzeitig. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Vierundvierzig, noch 2 Punkte fehlen. 2 Punkte fehlen jetzt noch. So, 2 Minuten noch bis zur ersten Ausführung der 5-Minuten-Kerze. Und wir sehen, der Markt dreht, hat eine kurze Bewegung nach unten gemacht. Die dritte Order ist schon platziert. Falls es jetzt zum dritten Trade kommt, wie jetzt, gehen wir auch auf angepasst, nutzen die Möglichkeit, hier auch den Trade nach oben mitzunehmen. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. So, noch auch hier fehlen jetzt noch 1, 2 Punkte. Wir sind auf angepasst. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unser Take Profit an, der bei 82 liegt. Also wir sind in Richtung Big Number unterwegs. 30 Sekunden noch, 27 Sekunden. Jetzt sollten Käufer reinkommen. Bei beiden Bewegungen, jetzt zweite und dritte Trade, wird man mit dem alten Setup draußen aus dem Markt. Wir handeln ja jetzt die konservative Variante, brauchen denn für den Ausbruch ein bisschen mehr. Damit haben wir auch die Möglichkeit, bis zum vierten Trade
laufen zu lassen. So, die nächste Kerze ist in Anmarsch. So, jetzt sind wir im vierten Trade. Im vierten Trade jetzt. Und jetzt auch hier auf angepasst. Vielleicht geht es jetzt Richtung Gap Closing. 51,50 gehandelt. Gestrichelte Linie zeigt uns unser TP an. So, und wir hatchen. Wir sind gehatcht im Trade. Den alten Einstellungen sind wir jetzt zweimal in den Hedge gekommen, weil der Markt hier zwar einen Mini-Ausbruch gemacht hat von 7,5 Punkte, hätte gereicht. Für unser Trading aber mit den größeren Bewegungen hat es hier nicht gereicht und haben uns jetzt erstmal neutralisiert. Jetzt haben wir zwei Hedges aktuell am Laufen und werden uns jetzt auch dann auf die Hedges konzentrieren. Ja, mit der alten Einstellung wären wir jetzt aus dem Markt draußen.